Nachdem wir in unserem ersten Myanmar-Urlaub Bagan besucht haben und von der Schönheit dieses Ortes begeistert waren, haben wir uns entschlossen, Bagan erneut zu besuchen. Jedenfalls war heute um 4 Uhr früh Tagwache, um 5 Uhr sind wir vom Hotel abgefahren und um 6.20 Uhr sitzen wir schon an Bord der Air Bagan nach Bagan. Wie immer erhalten wir an Bord einen kleinen Snack, in diesem Falle ein Frühstück. Circa 30 Minuten später überfliegen wir Alt Bagan und werden gleich erfolgreich gelandet sein. Da wir die populärsten Pagoden von Bagan bereits im Jänner 2011 besucht haben, können wir uns diesmal den weniger bekannten Pagoden zuwenden. Zum Beispiel dieser hier, der Isagona-Pagode. Diese Pagode ist noch eine der wenigen mit relativ gut erhaltenen Wandmalereien. Wollen wir sie also mal gemeinsam besichtigen? Und weiter geht es zur nächsten Pagode, der Payatonsu-Pagode. Von der Payatonsu-Pagode aus besuchen wir auch mehrere angrenzende kleine Pagoden. Hier können wir auch die Bauern bei ihrer Feldarbeit beobachten. Das hier ist übrigens unser Fahrer mit dem interessanten Namen Nein. Hauptberuflich arbeitet er eigentlich in einer Autowerkstatt und springt nur aushilfsweise als Fahrer ein. Wir haben in der Zwischenzeit die Dama Yasika-Pagode erreicht, die allerdings zu den bekannteren Pagoden von Alt Bagan gehört. Heute Abend werden wir einen schönen Blick über Bagan genießen können, und zwar von diesem Berg aus. Das ist kein Geländer, kannst du bestellen?
Das tut im Fuller wie es du musst nur aufpassen. Ja. Ich pass mich auf, Alter. Soll ich sitzen oder wie du willst? Eins, zwei, drei. Und eins da links. Nach ein paar Erinnerungsfotos heißt es noch Souvenirs einkaufen. Anschließend noch die übliche Spende und ein Gebet. Nur auf einem Wunscherfüllungsplatz. Er erfüllt genau einen Wunsch, deswegen ist er auch so klein. Dieser Tempel hier symbolisiert übrigens gemeinsam mit einigen anderen Tempeln den Umriss eines Vogels. Wir befinden uns gerade in dem Tempel, der den linken Flügel des Vogels darstellt. Diesen Durchgang hier bewältigt man nicht so leicht, wie man denken würde. Entschuldigung, hast du wehgetan? Nein. Ja, sieh, das tut weh. Ja, das tut auch weh. Es ist meine Sache. Jetzt wäre es halt weh. Ich habe das Pflaster mit. Ja, muss aber hin. Da geht's weiter. Was ist aber das große Stufe? Oh. Was ist die kleine Stufe zuerst? Die große Stufe. Es ist wie ein Jaun, der einen Tode. Oh. Und ich. Entschuldigung. Also. Ich habe die Taschen am Ja, gehst. Da ist aber schmal, der passt heute. Klein. Alter, du bist zu klein. Kann man auch runtergehen? Ist nur der Rucksack. Das ist so am Mittag gekommen. Ja. Kann man wohl nicht sagen. Labyrinth. Wir gehen. Ja. Und das ist schon renoviert. Hier auf der anderen Seite des Tempels finden wir eine Darstellung der Geschichte des Tempels. Kurz gesagt geht es darum, dass das Volk dieser Stadt alle Jungfrauen einem riesigen Vogel opfern musste. Aber gerade zur rechten Zeit, nämlich als die Tochter des Königs geopfert werden sollte, fand sich ein Held, der dem Treiben des Vogels ein Ende bereiten konnte. In einem kleinen Dorf nahe des berühmten Ananda-Komplexes halten wir, um ein Mittagessen zu uns zu nehmen. Ein wirklich üppig gedeckter Tisch für vier Personen
kostet uns gerade mal 7 Euro. Und dabei schaffen wir es nicht mal, alles zusammen zu essen. Nach dem Mittagessen erreichen wir das Bagan Sande Hotel. Leider müssen wir feststellen, dass unsere Zimmer noch nicht bezugsfertig sind. Also verlassen wir das Hotel wieder und machen uns auf den Weg, noch ein paar Pagoden zu besichtigen. Zum Beispiel die 1311 entstandene Shweguji-Pagode. Ein kleines, aber elegant wirkendes Bauwerk. Der Name bedeutet übrigens große goldene Höhle. Der Turm des Tempels ist eine kleine Version dessen vom Ananda-Komplex, mit einem deutlich erkennbaren aufstrebenden Charakter und mit einem herrlichen Ausblick über die Gegend. Pagode gehört zu Bagans höchsten Bauwerken. Leider ist aufgrund des schlechten Zustandes der Aufstieg in den Turm nicht erlaubt und so muss man sich mit dem Bild eines Fernsehers begnügen. Wir kehren zurück ins Bagan Sande Hotel und können nun unseren Bungalow beziehen. Die Hitze nötigt uns zu ein paar Runden im Hotel-Swimmingpool. Eine Stunde später geht es schon wieder weiter. Wir wollen mit dem Boot über den Fluss auf den gegenüberliegenden Berg hinauf die Tanchi-Pagode besuchen und von dort den Sonnenuntergang über Bagan beobachten. Wir waren am Pool. Viel zu kalt für dich. Aber wunderbar. Super schön. Am Ufer des Flusses mieten wir ein Boot, das uns über den Fluss bringen soll. Es ist nicht das beste, aber bei weitem auch nicht das schlechteste Boot, mit dem wir bisher im Myanmar gefahren sind. Tanchi-Do heißt der Berg. Nach ca. 45 Minuten am anderen Ufer angekommen, wechseln wir auf einen Geländewagen. Eine Stunde und 15 Minuten. Wir fahren durch Tanchi-Dorf. Und überall Dornen, die Fieber verursachen. Es gibt hier keine medizinische Versorgung. Nichts gut. Gute Urlaubstrippos gesucht. Die Tanchi-Dorf-Pagode ist erreicht. Wie heißt die Pagode nochmal? Tanchi-Dorf. Ich komme weg. Gutes Auto. Braves Auto. Thank you.
Da es zu gefährlich ist, im Finstern über den Fluss zu tuckern, müssen wir den Tanjidō-Berg mit seiner Pagode noch vor Sonnenuntergang verlassen. Aber wir genießen den Sonnenuntergang auch auf dem Fluss. Und so geht dieser Tag zu Ende.